Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag des Delegierten-Tagebuchs. Ja, ihr seid jetzt hier in der Antragsberatung. Wie ist denn dein Durchhaltevermögen noch? Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin zwar ein bisschen müde, das hat aber weniger mit der Beratung zu tun, sondern mit dem langen Abend gestern und der Geburtstagsfeier. Aber ansonsten bin ich noch relativ aufnahmefähig. Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Also es ist ja so, man konnte ja im Vorfeld des Gewerkschaftstags Anträge einreichen. Die sind wir gerade am Diskutieren. Die Anträge werden aufgerufen, vorgestellt. Die Antragsberatungskommission gibt ihre Empfehlung. Danach haben wir die Möglichkeit, als Delegierten in die BÜT zu gehen, dazu Stellung zu nehmen. Und danach werden dann die Anträge auch abgestimmt. Ja, cool. Und was habt ihr eben so inhaltlich diskutiert? Ja, eben war ganz spannend. TTIP, CETA, ganz großes Thema ja, das uns auch schon so ein bisschen unterschwellig den ganzen Gewerkschaftstag begleitet. Und da waren wir jetzt gerade in der Debatte und in der Diskussion. Ja, super. Dann sind wir gespannt, was noch kommt. Ich stehe jetzt hier in den Messehallen, wo sich eine Woche lang die Bezirke, die Partner und die Projekte der IG Metall vorstellen können. Und ich gucke jetzt mal, ob unsere beiden Delegierten auch hier irgendwo rumlaufen. Sandra, was gab es eben noch Spannendes? Ja, ich glaube, die Jugend ist stolz wie Oskar und zwar haben wir es geschafft, die Antragsberatungskommission ihre Empfehlung zu ändern. Unser Antrag zur Ausbildungsvergütung ist auf Annahme gegangen und das ist ein langer Kampf gewesen und wir sind richtig, richtig stolz jetzt. Sehr cool, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss.